herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit meinem Free-to-Play-Account. Heute spielen wir bis Stufe 10. Ihr habt richtig gehört. Wir wollen uns Stufe 10 angucken und alles, was mit dazugehört. Denn ab da geht es ja weiter mit der persönlichen Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch bereits auf diesem Weg ist und vielleicht ein paar Fragen dazu hat. Deswegen möchte ich ein bisschen schneller voranschreiten in unserem Anfänger-Tutorial, das ja über mehrere Videos gehen wird. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich einen vollen Charakter bis Stufe 80 hochziehen werden. Das könnte doch sehr viel Arbeit bedeuten. Vielleicht immer mal so stufenweise oder etappenweise. Ansonsten muss ich euch natürlich auch noch entsprechend einiges auf meinem Hauptaccount zeigen, weil das halt auch essentiell wichtig ist. Gut. Jetzt werde ich nie. Was? Also ich werde mich jetzt hier damit beschäftigen, ein bisschen voranzuquesten und wann immer, wie gesagt, ich etwas Spannendes oder Interessantes finde, das eurer Aufmerksamkeit bedarf, werde ich es euch erklären und zeigen. Aber aktuell mache ich nichts anderes außer Herzchen und vielleicht mal das ein oder andere Event. In dieser wunderschönen, dunklen, sehr laut raschelnden Nacht. Dieser Busch ist zu Recht verdächtig. Aha, wusste ich's doch gleich. Tschüss. Tschüss. Hau ab. Bam. Hier haben wir in der Tat einen interessanten Punkt und zwar etwas, das ihr besonders im Startgebiet der Menschen häufiger finden werdet. Das nennt sich verschlüsselte Befehle. Das ist ein Event, das erst sehr spät ins Spiel hineinkam. Hatte viel mit den Raids zu tun, mit der ja sich immer lebendig entwickelnden Welt. Ist anscheinend kein... Oh, da kommt der Moa raus. Tschüss, Moa. War ein vermisster Moa. Ja. Das ist ein Gegenstand. Da steht ja auch dran, diese verschlüsselte Nachricht muss von einiger Wichtigkeit sein. Bringt sie dem Offizier der glänzenden Klinge Ranal in Götterfels. Doppelklicken, um seinen Aufenthaltsort zu betrachten. Das könnt ihr am Anfang mal ignorieren. Weil... Das bedeutet, Gegner zu zerstören, die eventuell außerhalb eurer Reichweite liegen oder euch ganz übelst platt machen. Denn die sind tatsächlich nur in einer Gruppe zu besiegen und so stark, dass ganze Gruppen daran wipen. Wipen, oh, ich vergesse immer hier zu looten. Wipen bedeutet nichts anderes, als dass alle Spieler sterben. Das nennt man auch in einem Dungeon so, in einem Raid so, wenn es Gruppenwipe gibt, dann heißt das, das sind alle am verloren. Oder einer konnte sich gerade noch so retten, aber es ist immer das ultimative Versagen. Und schon wieder einen Erfolg erzielt. Das geht am Anfang ganz schnell und für alle Leute, die sich mit Erfolgen auseinandersetzen, ist die erste Zeit von Guild Wars 2 ein Fest, sag ich euch. Oh Mann, wo kommt ihr denn alle her, ha? Hör auf jetzt! Wohin denn hin? Nee, nichts mit ausrollen. Habt ihr gesehen? Der hat eine Dodge Roll gemacht. Reicht das jetzt? Leider nein. Ich muss dieses Herzchen auch gar nicht hier draußen vollenden. Manchmal unterschätzt man, wie weit die einzelnen Bereiche reichen und was man sonst noch alles Spannendes machen kann. Zum Beispiel kann ich auch hier hineingehen. In die Banditenwinkelhöhle. Aber auch hier sollte man aufpassen. Denn auch hier gibt es ordentlich aufs Fressbrett. Oh, und schon... sind wir Stufe 6. Mensch, guckt euch das mal an. Und das Spiel gibt uns jetzt die Möglichkeit, einen Stab zu tragen. Oh, da freue ich mich drauf. Edle Ausrüstung. Ihr könnt jetzt edle Ausrüstung anlegen. Sie unterscheidet sich durch ihren blauen Namen und die verbesserten Werte. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Und manch einer denkt jetzt am Anfang, oh, edle Ausrüstung, das ist was ganz Besonderes. Wir sehen hier schon mal edle Ausrüstung. Das ist eine Axt. Die wäre... etwas schwächer, wenn sie weiß ist. So wie jetzt hier der Dolch oder das Messer. Und ja, da haben wir noch andere edle Ausrüstung. Die ist die nächststärkere Ausrüstungsstufe. Also erst kommt weiß, dann kommt blau, dann kommt grün, dann kommt gelb, dann kommt orange und dann kommt pink. Das sind die unterschiedlichen Qualitätsstufen. Ihr werdet im Endgame meistens mit Orange exotisch herumlaufen und ganz, ganz, ganz zum Schluss mit Pink, die man allerdings eher weniger einfach mal so gedroppt bekommt, so aus dem Spiel, so hier hast du bitte, sondern die muss man sich meistens hart erarbeiten. Ist aber nicht unbedingt notwendig, ist nur 6% stärker als Orange. Und wenn ihr zwischendrin mit Gelb, sag ich mal, so herumlauft, selten nennt sich das, Goldies, man nennt sie auch Goldies, dann reicht das schon vollkommen aus. Also da müsst ihr euch jetzt nicht... müsst ihr euch jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist nicht so dramatisch, das ganze System. Ist ziemlich simpel.
Platz für Begleithandwaffe freigeschaltet. Der vierte Platz ist freigeschaltet. Wir können jetzt Fokus und Dolche ausrüsten. Mhm. Sehr schön. Das wird uns auch nochmal hier gezeigt. Ihr habt eure vierte Waffenfähigkeit freigeschaltet. Drückt 4, Hotkey und so weiter und so fort, um neuen Angriff zu entfesseln. Durch das Ausrüsten einer Zweihandwaffe oder einer Waffe für die Begleithand erhaltet ihr Zugang zu eurer vierten Waffenfähigkeit. Wie gesagt, diese Tooltips sind sehr, sehr hilfreich. Wir nehmen jetzt aber den Stab, weil ich Lust habe auf Stab. Stab ist toll. Ich mag Stab. Also wir könnten jetzt den Fokus tragen. Dadurch bekommen wir gefrierende Böe. Wollen wir mal jetzt mal hier so... Frostig! Frost ist ein ganz, ganz wundervoller Zustand. Die Gegner sind, wie ihr seht, deutlich langsamer. Und nicht mehr in der Lage, ihre Fähigkeiten so schnell hintereinander zu nutzen. Wenn ihr Kühle drauf habt, dann allerdings auch. Auf Feuer bekommen wir hier die Flammenwand. Ganz interessant, wenn man mit Projektilen arbeitet. In Guild Wars 2 gibt es etwas, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Da steht unten dran, Kombofeld Feuer. Ein Kombofeld, das könnt ihr schon vorstellen, das sind Felder, die man kombinieren kann. Nein, nicht verschiedene Felder, die man miteinander kombiniert, sondern verschiedene Fähigkeiten. Ist irgendwas hier zufällig in irgendeiner Weise ein Projektil? Die Eisscherben könnten Projektile sein, sind es aber leider nicht. Es gibt viele verschiedene Combo-Enden. Ihr habt ein Combo-Feld und ein Combo-Ende. Ihr könnt euch das schon mal merken, weil das ganz interessant ist. So eine Flammenwand zum Beispiel, wenn jemand da durchschießt mit Pfeilen, ihr könnt euch vorstellen, was mit den Pfeilen passiert. Und das ist die ganze Idee hinter den Combo-Feldern. Die funktionieren mit bestimmten Fähigkeiten recht intelligent. Und so ein Flammenfeld ist schon unangenehm für den Gegner, ne? Und so könnt ihr auch euren Verbündeten helfen. Ihnen zum Beispiel ein Feuerfeld, der Nadeshka, könnte jetzt ein Feuerfeld hinlegen und sie würde mit ihren Pfeilen da durchballern. Und das würde den Gegnern gar nicht gut bekommen. Wir gehen jetzt mal gerade durch die Höhle. Ich rüste jetzt endlich meinen Stab aus und habe komplett neue Fähigkeiten bekommen. Ja? Die ich am liebsten nutze, ist eine sehr angenehme Fernkampfwaffe. Und ich überlege, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Wir gehen einfach, glaube ich, mal straight durch die Höhle durch hier. Events in der Nähe. Ja, nur wieder zu der Thematik Events. Und da wird mir was angezeigt. Schauen wir das gerade mal an. Schüssen. So, der verbrennt da hinten so ein bisschen. Hier ist auch noch ein unentdecktes Panorama. Das wollen wir uns natürlich holen. Denn mehr Erfahrungspunkte sind mehr Erfahrungspunkte sind. Oh, oh Gott, Veteran, Banditenleutnant. Das war früher mal ein Champion. Es gibt verschiedene Stufen im Spiel. Normale Gegner. Dann gibt es Veteranengegner. Das sind Veteranen, wie ihr euch vorstellen könnt, sind die ein bisschen stärker. Weil es halt Veteranen sind, das macht ja auch Sinn, ne? Die haben ein bisschen mehr Ahnung von der Materie, würde ich mal so behaupten. Und dann, aua. Guten, ich vergesse das immer wieder. Und dann gibt es die Elite-Gegner. Die sind noch ein bisschen stärker als die Veteranen. Und dann gibt es die Champions. Die sind teilweise alleine, ohne ein richtig aufwendiges Build. Sehr, sehr unangenehm. Aber nicht alle. Es kommt immer auf die Mechanik an, aber manchmal ist es sehr unangenehm. Und dann gibt es noch die Legenden. Und eine Legende kann schon echt nervig sein. Die sind auch manchmal darauf ausgelegt, dass man die gar nicht alleine erledigen kann. Aber wir sind ja gar nicht alleine. Einmal können wir jetzt hier ein bisschen Looky-Looky machen. Und die geht da jetzt auf den Banditen. Und wenn ich Pech habe, haut sie ihn kaputt. Ich auch drauf gehaut habe. Hey, warte mal. Ich will auch mitmachen. So, Alter, Dieb macht auch nicht Schaden hier. Zack, neue Fähigkeit. Zack, Kühle, da kann er nicht mehr so viel. Und ihr könnt euch vorstellen, erstmal haben wir das Event geschafft, war ein Prügel-Event. Ihr könnt euch vorstellen, dass hier in diesem Startgebiet ganz am Anfang ein Champion für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Ich bin nicht der Meinung, man hätte ihn nerven müssen, also verschlechtern müssen, weniger stark machen müssen. Nur weil die Spieler, wie soll ich sagen, nicht in der Lage waren, sich gegen ihn durchzusetzen. Aber ich verstehe schon, dass es für den einen oder anderen ganz frustrierend war. Improvisierte Bombe des Banditen. Manchmal kann man bei NPCs, also bei spielgesteuerten Charakteren, ganz lustige Sachen kaufen, wie zum Beispiel Bomben. Ich kaufe mir tatsächlich jetzt ein paar, auch wenn das erstmal schwachsinnig erscheint, einfach nur, weil es witzig ist. Wir haben übrigens einen Beutel bekommen, einen lila Beutel. Oh nein! Oh nein! Ah! Oh! Immer ein Vergnügen. Ui. Diese Bombe funktioniert. Ja, ihr habt es gerade gesehen, der Spieler hat sie hingelegt. Damit kann man Gegnern Schaden machen. Ja, das ist tatsächlich so. Ihr könnt damit Gegner schädigen. Ist das nicht cool? Wir können uns ja jetzt eine Bombe schnappen. Okay, zugegeben, die ist ein bisschen groß, aber ja. Wir haben eine neue Interaktion. Könnt ihr hinlegen und warten. Keine Sorge, die macht euch keinen Schaden. Aber der Speerin.
Geht, ne? Unsere Angriffe sind zwar ein bisschen mächtiger, aber das ist witzig. Es gibt sehr viele Interaktionsgegenstände in diesem Spiel, die ähnlich funktionieren und einige davon sind tatsächlich richtig nützlich. Oh, ja, das Event werde ich dann wohl nicht mehr schaffen. Das hat nur noch 50 Sekunden. Sei denn, ich beeile mich ganz doll. Sehe ich nicht. Würde jetzt gerne auf Lufteinstimmung wechseln, damit ich ein bisschen schneller bin, aber das geht ja nicht. Okay, dann gehe ich erstmal hier raus. Oh Gott, ich habe mich früher hier in dieser Höhle übelst verlaufen. Kann ich bitte raus? Danke, tschüss! Ja, das war immer für mich sehr verwirrend, das Ganze. Halt! Bleib stehen, Banditengiftlegerin! Nein, nein, nein! Du nicht, du gehst auch nicht! Auf Wiedersehen! Hier mit ihren zerbrochenen Dietrichen immer. Ganz ehrlich, das ist ziemlich beschämend für einen Banditen, dass sie immer einen zerbrochenen Dietrich dabei haben. Nur um euch das mal genauer zu erklären, man sieht auf der Karte ja auch wunderschön unseren Laufweg. Und manchmal kann das Spiel ein bisschen verwirrend sein. Weißt du, wir sind hier so reingewatschelt, da so lang. Ja, und dann sind wir hier wieder rausgekommen. Das passiert. Oh, guck mal. Ich habe noch Bronze bekommen, weil ich die gehauen habe. Ja, hau ab. Hau ab, verschwinde. Verschwinde, ja, flüchte, flüchte. So, dann haben wir hier wieder die nächsten Erfahrungspunkte durch die Sehenswürdigkeit und da ist wieder ein Panorama. Da, da hauen die ab, die Schläger. Das habt ihr jetzt davon. Das hier ist eine ganz interessante Eventkette. Da habe ich noch nicht so viel im Detail drüber gesagt. Eventkette bedeutet ein Event, das erfolgreich ist, wird von einem anderen Event gefolgt. Auf das Event folgt eventuell noch ein anderes Event. Einfach was passiert. Die Welt verändert sich lebendig mit euch, um euch drum herum. Zum Beispiel, wenn hier dieses Event scheitert und die Trinkwasseranlage von Götterfels mit Gift infiziert wird, dann sind die Leute in Götterfels krank, wenn ihr in die Stadt geht. Nur so als Anekdote. Ich glaube, das funktioniert beim Multigamer-Gaming nicht mehr so richtig. Wir haben ja jetzt die Multigaming-Server. Bedeutet, die Server sind nicht mehr an den Heimat-Server gebunden, sondern wir werden mit allen Leuten zusammengemischt. Aber zumindest hier gibt es ein paar kranke Leute, die so herumlaufen und das liegt an dem Event, das dann gescheitert ist. Und je nachdem, ob das Event gescheitert ist, folgt ein anderes Event. Oder wenn es erfolgreich war, folgt wieder ein anderes Event. Eine ganz interessante Sache. Es gibt sogar Eventstufen, die sind unterschiedlich. Je nachdem, was zum Schluss errungen wurde, passieren dann andere Dinge in der Welt. Diese Eventarten starten immer wieder von vorne. Die Ketten starten immer wieder von vorne und verändern sich von vorne. Ziemlich nett gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Super lebendig, das Ganze. Es ist nicht so instanziert wie bei den meisten MMOs. Dass sich die Welt um einen drumherum nur instanziert verändert. In World of Warcraft zum Beispiel, je weiter die Geschichte voranschreitet, ja, ihr könnt quasi nicht mehr zurückgehen oder auch mit bestimmten Leuten nicht zusammenspielen. Zumindest war es damals so, als ich World of Warcraft gespielt habe. Und ich mag World of Warcraft. Ich habe nichts gegen World of Warcraft. Ich kann es nur hiermit ganz gut vergleichen, da wir in einer ähnlich gestalteten Fantasy-Welt leben, die die gleiche Vielfalt anbietet an PvE und PvP, könnte man sagen. Ja. So, wir gehen jetzt mal hier rüber. Bei Shaymore haben wir uns noch kein Panorama geholt. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Und einfach, weil ich es kann, trage ich jetzt mal Doppeldolch. War früher mein absoluter Lieblingskampfstil. Ja. Damit habe ich die meisten Fights gewonnen, gerade im PvP. Mit Doppeldolch ist man als Elementarmagier so schnell unterwegs. Und dann seht ihr auch mal, wie das ist, wenn man im Nahkampf ist. Das ist nämlich nichts anderes als der Nahkampf für den Elementarmagier. Ja, das ist ein Feuerkegel. Oh, der ist aber ganz schön verschätzt, der Junge. Aber der Feuerkegel hat halt keine sehr hohe Reichweite. So, der dürfte verbrennen. Hallo, na, Feuerkreis. Ja, blöd, wenn du drin stehen bleibst. Ist unangenehm, ne? Jetzt kriegst du hier noch einen Feuerodem hinterher. Zack. Das gleiche beim Eis, ebenfalls Nahkampf, aber wir kommen ein bisschen näher dort heran. Ich glaube, mit dem Heldenpunkt können wir noch nicht interagieren, nicht wahr? Sollte für uns noch nicht interessant sein. Genau, kommt später wieder zurück. Oh, verlorene Anhänger. Die können wir gebrauchen, denn die sind wichtig für das Herzchen. Und jetzt treffen wir noch auf ganz andere tolle Dinge, wie den Blaubeerbusch. Aber wir haben keine Sammelwerkzeuge dabei. Schade, schade. Auch das kann dann erst später interessant werden. Hiermit kann ich meine tolle Aura geben. Immer diese Stufe 80er Leute, die mit ihren Mounts durch die Welt reisen und so viel stärker sind als alle anderen. Ist ja da einfach drüber gesprungen. Hätte mich ja mal ruhig mitnehmen können. Gemeinheit. Oh mein Gott, die Katze auf dem Dino.
Das ist halt einfach so gut. Dieses riesengroße Chafi-Muster drauf reiten. So super. Kann ich nicht den da nehmen? Kann ich nicht den mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Oh, hier kann man ein Event starten. Wenn ich jetzt mit der Wache Barthol spreche, dann geht der voran. Ja, geh mal voran. Ich gucke mir so lange noch das Panorama an. Moment. Bin gleich da, mein Freund. Der geht weiter auch ohne uns. Ne? Das ist alles gar kein Problem. So, einmal kurz Panorama. Looky, looky. Sieht ganz schön aus. Sieht halt wirklich sehr schön aus. Ich liebe das Spiel. Häschen! Känguru-Häschen nebenbei bemerkt. Und da sehen wir die gigantische Stadt Götterfels. Ah, die Hauptstädte des Spiels sind alle so geil. Aber Götterfels ist halt schon was Besonderes. So, Entschuldigung! Hupp. Wenn ihr von einer hohen Position herunterrollt, dann... Der tötet die jetzt alle One-Shot. Ihr seid so gemein, ich bin Anfänger, ich kann das nicht. Was ich sagen wollte, wenn ihr von einer hohen Position aus irgendwo herunterspringen müsst, dann rollt euch runter. Die Chance, dass ihr dann nicht sterbt, ja, man stirbt an Fallschaden in dem Spiel, sehr oft. Aber die Chance ist dann einfach besser. Alarm, Alarm. Hab ja schon. Oh, und das ist übrigens ein Event, das, wenn wir jetzt alleine wären, ein bisschen leichter wäre. Dieses Spiel hat eine dynamische Eventskalierung. Eine dynamische Eventskalierung bedeutet, das Spiel sieht, wie viele Spieler an dem Event teilnehmen. Ich meine, es kann ja tracken, wie viele Leute sich um den Spieler hier drumherum am Event beteiligen. Und je nachdem, wie viele Spieler da sind, passt sich die Schwierigkeit des Events an. Also wenn ein Event so gesagt hochskaliert ist, dann kann es sehr knackig und schwer sein. Manchmal hauen auch alle Spieler vom Event ab und man steht da alleine und dann kommt so ein Champion an. Ja, tatsächlich können bei Events, so simplen einfachen Events wie diesem hier, Champions spawnen, wenn nur genügend Spieler vorhanden sind. Weil das Spiel will es natürlich für alle schwierig machen. Und wenn hier immer nur ein Terminikrieger kommt und wir sind 20 Spieler, naja, dann ihr merkt das Problem. Das ist sehr dynamisch gemacht, das ist sehr, sehr schön gemacht, das funktioniert auch sehr gut inzwischen. Das haben sie wunderbar ins Spiel implementiert. Und... Ja, Mann. Zentauren. Ja, Mann. Ich froste die. Kein Problem. Frosten. Alles einfrosten. Hier, zack, zack. Da ist schon Veteran jetzt zum Beispiel, ne? Ich glaube, der ist immer hier, aber nur mal so als... Herzchen fertig. Nebenbei mal wieder. Und Stufenaufstieg. Cool. Haltet ein wenig die Augen auf, während ich mal sehe, was ich in den Ruinen finde. Na dann, guck mal, was du in Ruinen findest. Ich gehe so lange dort nach unten zur Wegmarke. Was wollte ich so noch sagen? Ja, übrigens, falls ihr euch wundert, ich so, oh, immer diese Level 80er Spieler, oh, und die sind ja alle so, oh, und oh, Level 80er Spieler, gemein hier im Startgebiet und so. Tatsächlich sind wir auch hier wieder sehr, soll ich sagen, getrennt von allen anderen MMOs, die ich bis jetzt gespielt habe. Hier werdet ihr in der Stufe runtergedrückt. Was das bedeutet, wenn ihr Stufe 80 seid und ihr seid hier in dem Gebiet und dieses Gebiet ist ein Stufe 8er Gebiet oder Stufe 9er Gebiet, dann hat euer Charakter die Stufe 9 und ist entsprechend so weit runtergedrückt, auch mit seinen Fähigkeiten, dass er durchaus manchmal sehr schwach ist. Sehr unangenehm schwach. Sie sind natürlich immer noch stärker als wir auf Stufe 7, aber sie werden prozentual runterskaliert. Deswegen kann ein Stufe 80er Charakter mit euch die Karte erkunden, ohne dass er alles vor euch weg one-shottet. Man kann sich ja auch mal schlechtere Rüstung anziehen, sag ich immer. So, Anschlagefähigkeit 2 freigeschaltet. Also wenn wir jetzt K.O. gehen, dann haben wir jetzt die 2. Und der Elementarmagier hatte die besondere Fähigkeit, dass er sich im angeschlagenen Modus mit Fähigkeit 2 in einen Nebel verwandelt und verschwinden kann, wegnebeln kann. Also wir können uns mit dem Nebel bewegen und sind für den Moment unangreifbar. Das kann einem helfen, aus der Schlacht herauszukommen, aus einem schädlichen Bereich herauszukommen, um sich wieder aufzurappeln. Die Panoramen sind freigeschaltet, nett uns, dass uns das Spiel das jetzt sagt, die kennen wir aber schon. Die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft ist freigeschaltet. Das bedeutet, wir können jetzt anfangen, unser Geld auszugeben, wenn wir das denn wollen. Da sind aktuell ganz tolle Angebote. 2 Abenteuer zum Preis von einem zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meinen Account aufwerten möchte, dann wäre das am sinnvollsten, das jetzt zu tun, weil die Guild Wars 2 Standard Collection, Path of Fire und Heart of Thorns gibt es gerade aktuell für 24,99 €. Das ist halt schon wenig. Das ist die Standard Edition. Ihr braucht nicht die Collectors oder Deluxe oder hast du nicht gesehen Edition. Das reicht vollkommen aus. Ja, wenn ihr euch das zulegt, kauft es bitte über den Link bei mir in der Videobeschreibung.
Aufwertung auf Path of Fire Deluxe Edition für nur 12 Euro mehr. Ja, man bekommt einen zusätzlichen Charakterplatz, ein Identitätsreparaturkit, also man kann sich umgestalten, den Namen ändern, das Kleidungsset, Gewand des Speermarschalls sowie dauerhaften Zugang zur Lilie von Elon. Das ist ein Ort, an den kann man sich dann porten, wenn, wenn man zur Bank will und seine Berufe ausführen will, das quasi alles auf einem Haufen. Alle Berufe, alle Banken, die Gildenbank, der Handelsposten, alles, was man braucht, um zu craften, zu basteln, an seine Sachen zu kommen, sozusagen. Ich würde wahnsinnig gerne den Account jetzt aufwerten, damit ich, weil ich muss es ja auch später, muss ich euch ja auch zeigen, wie das denn ist, ne, als Anfänger in den anderen Gebieten. Aber ich will euch ja zeigen, wie der Free-to-Play-Account ist. Ich hoffe nochmal, es gibt wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn wir soweit sind. Oder, ja, keine Ahnung, in 3000 Jahren hoffentlich nochmal so ein Angebot. Oder? Hoffentlich. Naja, auf jeden Fall gibt es da ja allerhand schöne Sachen. Reittier-Skins, die mir aktuell wenig bringen. Gleitskins, die mir wenig bringen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, es gibt sehr viele Angebote in der Handelsgesellschaft, die aktuell nur auf die Add-ons zielen. Und ja, man kann sich bestimmte Dinge nicht holen, weil man braucht dafür andere Gegenstände. Heart of Thorns ist für diesen Gegenstand eine Voraussetzung. Ich verstehe halt nicht, warum. Das ist einfach nur ein Skin für ein Schwert. Und es ist halt irgendwie blöd. Also, ne, weiß ich nicht. Bin da nicht immer so happy mit. Klar gibt es wunderschöne Kleidungssets und so. Das kann man sich auch mal angucken. Ne? Aber ja. Naja, mal gucken. So, Rüstung reparieren. Oh ja, wenn wir angeschlagen sind oder wenn wir sterben, dann geht unsere Rüstung kaputt. Keine Sorge, das heißt nicht, dass die weg ist. Selbst wenn die zerbricht, ist die nicht weg. Die kann jederzeit kostenlos repariert werden. Aber man muss sie ab und zu mal reparieren. Am Anfang meistens nicht. Da findet man noch so viele Ersatzklamotten, dass man nicht unbedingt was Neues braucht. Wir haben noch keine Schultern und keine Handschuhe gefunden. Schade. Sein können. Nur um das mal erklärt zu haben. Ja, danke. Annehmen. Super. Herzchen anklicken. Ich habe gesagt, wir wollen Stufe 10 erreichen und ich habe so viel zu erzählen. Und wir sind noch lange nicht bei Stufe 10. Habe ich unterschätzt. Wusste nicht, dass das so, vielseitig ist. Oh, hier eine schöne Sache, die wir übrigens sehen. Seht ihr, die Wegmarke ist plötzlich gesperrt, weil die Wegmarke jetzt umkämpft ist. Die wird nämlich gerade angegriffen von Zentauren, weil hier ein Event gestartet ist. Alarm! Die ganzen Seraphensoldaten sind K.O. Seht ihr, dieses Event ist mehr oder weniger ein Folge-Event von dem, was wir gerade gemacht haben. Wir machen das jetzt einfach mal kaputt. Schließt naheliegende Events ab. Ja, kann man mal machen. Ich will das so gerade hier mal weghaben. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Padapadapap. Tschüss. Ja, die beschießen das da, das ist ja nicht nett. Zentaurenwellen. Hier kommen zum Beispiel viele verschiedene Wellen von Zentauren. Na weh, du machst die jetzt kaputt. Okay, die sind noch unverwundbar. Das ist schön. Das bedeutet, ich kann gleich draufhauen. Ich hasse das, ne? Wenn. Ich weiß, ihr Stufe 80er, ihr habt diese tollen Mounts und all so einen ganzen Kram. Und ihr könnt die ganzen Gegner, die hier erscheinen, mit nur einem Schlag kaputt machen. Wenn ihr euren Mount einsetzt. Aber Anfängerspieler haben das nicht. Also seid keine Arschlöcher, so wie der. Ich meinte, seid nett. So wollten wir das positiv halten. Richtig. Seid nett und ja. Hittet den Leuten nicht alles vor der Nase kaputt. Wenn ich hier in so Startgebieten farme und ich bin nicht alleine und andere Leute sind da, dann greife ich auch mit meinen schwächsten Attacken an und nicht mit meinen stärksten. Ne? Ist einfach nicht fair. So, ich habe euch jetzt schon wieder so viel erzählt und da unten ist schon wieder das nächste Event, das man mir anzeigen möchte. Ich will aber erstmal in den Bereich gehen, dass ich sage, das war's für heute. Wir haben nicht Stufe 10 erreicht. That's just how it is. Aber das kommt ja noch. Eine neue Gegend. Übrigens, neue Gegenden entdecken bringt auch Erfahrungspunkte. Was bringt in diesem Spiel keine Erfahrungspunkte? Selbst Berufe bringen Erfahrungspunkte. Damit kann man sich insgesamt um ganze 7 Level hochbringen. Hm. Ja, also. Weiß nicht. Wow, die sind Stufe 8, die tun weh. Vielleicht sollte ich nicht hier hin. Hm. Ich sollte auch stärkere Waffen dann ausrüsten, wenn ich schon meine, ich müsste mich hier prügeln mit stärkeren Gegnern.
Oh, ich geh den mal. Ah, ein Skrittsammler. Ich brauche Hilfe! Was? Du greifst mich doch an! Nö, jetzt kannst du mal auf meiner Feuerspur laufen und jetzt direkt in meine Lavafontäne. Bam! Ich möchte auch übrigens immer anmerken, auf mein Movement zu achten. Oh oh, Stufe 8. Wir sind erst Stufe 7. Oh ja, ihr kriegt mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr schwierigere Quests meistert. Bedeutet, wenn ihr in einem Gebiet seid, das für eure Stufe nicht geeignet ist, das zu stark ist, dann kriegt ihr mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr hier erfolgreich seid. Das kann am Anfang hilfreich sein, aber unterschätzt nicht, wie viel Zeit das teilweise dann in Anspruch nimmt, weil ihr die Gegner nicht so schnell erledigt. Gut, wir waren jetzt nicht bei Stufe 10 angekommen, aber sei es drum, dann ist das halt dann, ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bei Guild Wars 2 Erklärbär-Runde. Tschüssi. Das ist die total tolle Outro-Musik. Das ist die total tolle Outro-Musik. Klick doch mal ein Video an und lass ein Abo da, Mann. La 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 la. Tschüss.